Jo Leute, einige wollten Update zu Christian Eriksen. Das habe ich euch versprochen. Aber ich fange erstmal an für die, die nichts mitbekommen haben. In der 43. Minute sank der dänische Nationalspieler und Interstar Christian Eriksen ohne gegnerische Einwirkungen zu Boden und blieb reglos liegen. Daraufhin wurde das EM-Gruppenspiel Dänemark gegen Finnland unterbrochen. Und der englische Referee Anthony Kaylor rief umgehend medizinische Hilfe, die nur kurz daraufhin versuchten, Eriksen wiederzubeleben. An Fußballspielen war da lange nicht mehr zu denken und das Spiel Dänemark und Finnland wurde daraufhin sehr lange unterbrochen und wird auf Wunsch von beiden Teams heute 20:30 Uhr weitergeführt. Ob man die Entscheidung wirklich so gut ist, findet, das bezweifle ich, weil überlegt mal gerade, liegt ein Spieler im Sterben. Das Einzige, woran man denkt, ist weiterzuspielen. Ich finde die Entscheidung ja nicht so gut, aber das Team wollte das. Ich weiß nicht, wie es Eriksen findet. Vielleicht möchte er auch, dass Finnland unbedingt einen Sieg noch holt. Und die Entscheidung liegt ganz bei der Mannschaft. Trotzdem gibt es eine sehr, sehr gute Nachricht. Der Spieler Christian Eriksen wurde soeben ins Krankenhaus gebracht und laut dem dänischen Fußballverband ist Christian Eriksen wach und ist zu weiteren Untersuchungen ins Reichskrankenhaus gebracht worden. So, das Spiel wurde gerade angepfiffen. Ich glaube, ihr hört es im Hintergrund. Ja, ich wollte nur sagen, ich wünsche wirklich Christian Eriksen gute Besserung und dass es ihm bald wieder besser geht und dass man ihn bald wieder auf dem Platz sehen wird.